Nur mal am Rande zu erwähnen, die Union natürlich auch. Also sie alle waren gegen einen höheren Mindestlohn und jetzt sagt der Kanzler, ja, ja, das muss ja auf jeden Fall kommen. Also ich muss sagen, wenn man so ein Land regiert, dann muss man sich nicht wundern, dass immer mehr Menschen sich abwenden, dass immer mehr Menschen auch wirklich empört sind über diese Art von Politik, die sie hier erleben. Das Gleiche gilt ja auch noch für eine weitere Debatte, die wir jetzt schon in Folgen, in diversen Folgen aufgeführt bekommen. Und das ist die Rentendebatte, die ja auch teilweise wirklich eine Gespensterdebatte ist. Also es wird ja jetzt ganz massiv gestritten, ob es denn bei der Rente ab 63 bleiben soll oder ob die Rente ab 63 abgeschafft werden soll. Ja, der Witz an dieser Debatte, oder eigentlich ist es kein Witz, weil es ist ja traurig, es gibt in Deutschland keine Rente ab 63. Es ist so, dass zurzeit die Regel ist, dass wer 45 Jahre gearbeitet hat, mit 64 Jahren und 4 Monaten frühestens in eine vollen Renteneintritt gehen kann. Also von wegen mit 63. Und im Jahr 2029 wird für alle, die 45 Jahre gearbeitet haben, das Renteneintrittsalter bei mindestens 65 liegen, bei den anderen dann eben auch bei 67. Also das ist einfach nur, also man muss sich fragen, auch Herr Lindner, der jetzt so großer Form aufgelaufen ist, dass die Rente mit 63 weg muss und auch die Union fordert das ja. Man fragt sich wirklich, wissen die eigentlich gar nicht, welche Rentengesetze in unserem Land gelten? Also Frau Lang von den Grünen weiß ja auch nicht, wie die Rentenhöhe ist. Das haben wir ja erfahren, als sie dachte, das wären 2000 Euro. Aber bei den anderen scheint es... Was bei Ricarda Lang immer vergessen wird bei dieser Stelle bei Markus Lanz, da haben sich alle furchtbar darüber aufgeregt, dass sie die Rentenhöhe ungefähr, ich glaube, 450 Euro oder so falsch eingeschätzt hat. Aber noch viel schlimmer war ihre Aussage, dass wir ja immer mehr Rentner hätten und deswegen ja darüber nachdenken müssten, wie wir das Rentensystem anders gestalten sollten. Und beispielsweise ja längere Lebensarbeitszeit oder Investitionen in die Aktienmärkte, sprich der Staat nimmt Schulden auf, zahlt da den Banken 4% Zinsen drauf und versucht dann an den Finanzmärkten mehr als diese 4% Rendite zu erwirtschaften. Wenn der Staat nämlich weniger als 4% Rendite macht, dann macht er Verlust. Und ja, das dürfen dann wir alle bezahlen. Und dafür, dass die Banken risikolose Gewinne, wie gesagt, in Höhe von 4% pro Jahr machen können. Also das sind gerade Sachen, die von der Ampel durchgebracht werden und darüber regt man sich nicht auf. Aber wenn Ricarda Lang die Zahlen nicht wusste, dann geht das überall rum und alle regen sich auf. Das ist, ja, es wird über die falschen Sachen berichtet. Also natürlich kann man sich jetzt darüber aufregen, wenn jemand, der im Ausschuss für Soziales sitzt, solche Zahlen nicht weiß, aber die Forderungen, die Lang danach erhoben hat und die Feststellung, die sie gemacht hat, die auf eine weitere Aushöhlung unseres Rentensystems, auf eine weitere Schwächung der gesetzlichen Rente hinauslaufen, die sind doch, meine ich, sehr viel gefährlicher als dass sie diese eine Zahl jetzt nicht wusste. Ist ja mit der Kenntnis der tatsächlichen Rentensituation nicht besser bestellt zu sein. Und deswegen haben wir diese Woche als BSW hier im Bundestag ein 5-Punkte-Programm vorgelegt, weil wir tatsächlich das Problem der Rente in Deutschland, das Problem der Rentnerinnen und Rentner ihrer Lebenssituation für ein überdringliches Problem halten. Übrigens ist es nicht nur ein Problem der älteren Menschen. Ich möchte noch mal darauf verweisen, dass es vor kurzem eine Studie gab über die Lebenssituation und das, was junge Menschen bewegt. Also da ging es wirklich um sehr, sehr junge Menschen, wie die jetzt die Situation sehen und welche Probleme sie bewegen. Und ich fand es bemerkenswert, dass neben also der Wirtschaftskrise, der Inflation oder auch der Zuwanderung tatsächlich auch das Problem der Altersarmut für ganz junge Menschen inzwischen ein relevantes Thema ist. Und es ist ja auch ein Thema, das eben wirklich unbedingt nach einer Veränderung schreit, weil wir haben eine Situation, wo immer mehr alte Menschen in die Armut gehen, wo sie ihren Lebensstandard nicht halten können. Und das ist eine demütigende Situation, gerade für Menschen, die sehr lange gearbeitet haben. Die Durchschnittsrente bei Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben, liegt bei 1.445 Euro. Das ist im Grunde bei 1.545 Euro. Das ist ein Skandal. Und es ist auch nicht so, dass wir in Deutschland ein besonders üppiges Rentensystem hätten im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Das deutsche Rentenniveau ist 10 Prozentpunkte niedriger als im Durchschnitt der EU. Und die gut aufgestellten Länder sind noch deutlich besser dran. Österreich hat eine Rente für langjährig Versicherte. Da hat jeder im Monat 800 Euro mehr.
Und es ist auch nicht so, auch das ist eine Lüge, die immer wieder verbreitet wird, dass unsere Rentenausgaben explodieren würden. Tatsächlich, das hat eine Anfrage des BSW vor kurzem bei der Bundesregierung ans Licht befördert, die Rentenausgaben relativ zur Wirtschaftsleistung in Deutschland sinken. Sie steigen nicht, sie sinken. Gegenüber dem Jahr 2009 sind sie um fast einen vollen Prozentpunkt gesunken. Das sind fast 40 Milliarden Euro, die heute weniger für die Rentnerinnen und Rentner ausgegeben werden, wenn man das an die Wirtschaftsleistung knüpft, als im Jahr 2009. Und das, obwohl wir über 1 Million mehr Rentnerinnen und Rentner haben. Und deswegen fordern wir als BSW als ersten und wichtigsten Punkt, wer 45 Jahre gearbeitet hat, der soll tatsächlich mit 63 in Rente gehen können. Also die Rente. Sehr gute Forderung, kann ich zu 100% unterschreiben. Also eine Absenkung des Renteneintrittsalters für alle, die 45 Jahre gearbeitet haben, auf 63 und zwar temporär. Das ist richtig. Und dass Wagenknecht hier der neoliberalen Propaganda widerspricht, dass die Rente unbezahlbar sei, das finde ich auch sehr gut. Denn die Zahlen geben es einfach nicht her. Also wenn in den letzten 15 Jahren, wo wir einen massiven demografischen Wandel erlebt haben, die Ausgaben für die Rente in Relation zu unserem Bruttoinlandsprodukt sogar gesunken sind, dann widerlegt das doch das neoliberale Narrativ, dass die Rente und der Sozialstaat angeblich unbezahlbar seien. Also dann wären die Ausgaben ja nicht so deutlich gesunken. Und das in einer Zeit, wo, wie gesagt, die Rente mit 63 temporär eingeführt wurde. Das wurde dann jetzt wieder erhöht, dass wir das BSW jetzt wieder zurücksetzen auf den vernünftigen Stand. Aber das, ja, das ist doch sehr, sehr interessant. Und ich kann euch ja mal die Zahlen für die nächsten Jahrzehnte geben. Zwischen 2022 und 2070, also ein sehr langer Zeitraum, das sind insgesamt 48 Jahre, wird das Wachstum der Rentner pro Jahr bei 0,4% liegen. Das heißt, wir müssen nur ein Wirtschaftswachstum von 0,4% in jedem Jahr erreichen, damit die Rente nur ein Verteilungsproblem zusätzlichen Einkommens ist. Das bedeutet im Klartext, niemand muss ärmer werden, damit wir uns die Rente leisten können. Die Rente ist bezahlbar, sie wird bezahlbar bleiben. Und die Rente ist sicher, kann man sagen. Also, beziehungsweise sie wäre sicher, wenn Politiker nicht meinten, mit unseren Rentengeldern an den internationalen Finanzmärkten zocken zu müssen oder die Rente zusammenzukürzen und dann solche Schwachsinnsideen wie Riester aufzulegen, mit denen dann nur Versicherungskonzerne etwas verdienen. Aber die gesetzliche Rente, so wie sie gerade konzipiert ist, die ist sicher und man könnte sie noch sicherer gestalten, aber dazu wird Wagenknecht uns bestimmt gleich noch mehr erzählen.